Marc, 3:0 hier in Halle gewonnen. Direkt nach 5 Minuten Nervstärke bewiesen, 11 Meter reingehauen. Wie gehst du an so eine Sache ran? Da war ja auch vor der HFC-Kurve, die jetzt nicht gerade Beifall geklatscht hat. Ja, es war jetzt nicht das erste Mal, dass ich einen Elfmeter geschossen habe. Und ja, ich habe da mein Ritual, ich drang hier an die Sache. Und es hat sich gezeigt, dass der Ball dann auch locker drin war. Und es war ja schön für mich, dann nochmal zu treffen. Wie hast du das Spiel gesehen? Letztendlich war es ja doch ein deutlicher Erfolg und letztendlich wahrscheinlich auch ein hochverdienter. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben auf jeden Fall hochverdient gewonnen. Sind das Spiel sehr gut angegangen, sehr professionell angegangen, auch wenn es nicht mehr um viel geht. Wir wollen trotzdem, jetzt die letzten beiden Spiele wollten wir gewinnen. Jetzt haben wir den ersten Sieg eingefahren, weil wir unbedingt noch so hoch klettern wollen in der Tabelle wie möglich. Und ich denke, dass das auch dann die beste Vorbereitung auf das anstehende Pokalfinale ist. Ist es schwierig, sich da nochmal so rauszuholen? Ich meine, war sehr warm. Du hast selber gesagt, ging um nichts mehr. Wie habt ihr euch da so motiviert? Ja, klar, das Wetter hat natürlich eine Riesenrolle gespielt. Man hat gesehen, einige Spieler heute auf dem Platz haben damit gekämpft und hatten Krämpfe. Und ja, aber wie gesagt, wir wollen uns selber anschieben. Wir sind hingefahren gestern 6,5 Stunden und da will man nicht für nichts hier hinfahren und oder eine Klassenfahrt draus machen. Und wir wollten klar die 3 Punkte mitnehmen und ja, so sind wir drangegangen und hat sehr gut geklappt. Man konnte es schwer sehen von der Tribüne aus, das 3:0. War Schäfer wirklich noch dran oder ist er direkt von hier reingegangen? Nein, Schäfer war noch dran. Ich sehe, wie Schäfer hinten einläuft und spielt ihm den Ball vom Tor quer. Ja, er kommt der Fußspitze dran und ja. Gut, vielen Dank. Alles klar.